Freitag, 28.04. Mir geht's heute gar nicht gut. Ich sehe aus wie aus dem Arsch gezogen. Ich war gerade auf meinem YouTube-Kanal Reaction. Irgend so eine Oma geht mir um den Sack. Ganz kurz, was verstehst du an Nein nicht? Vier Buchstaben. N-E-I-N. Nein, will ich nicht. Hau ab, mach dich weg. Ich kenne dich nicht, ich will dich nicht kennen, ich will nicht mit dir reden, mich interessiert deine scheiß Meinung nicht. Mich interessiert nicht, was du drüber drehst, drunter drehst, was du denkst, was du meinst. Hör auf, mir um den Keks zu gehen. Ich habe jetzt in am Fall von Notwehr und weil ich heute echt null Bock habe, mich über so eine Scheiße auch noch aufzuregen, deinen doofen Account gesperrt bei mir. Wenn du der Welt irgendwas zu sagen hast, gib eine eigene Tageszeitung raus, keine Ahnung, rotz deine Facebook-Gruppen zu, keine Ahnung, schimpf auf deinem YouTube-Kanal, mach irgendwas, ist mir egal, aber hör auf, deinen Müll bei mir abzuladen. Was ist an der Sache nicht zu verstehen, dass Leute einfach sagen, ich bin 59 Jahre, 330 Tage ohne dich gut klargekommen und irgendwie den Rest schaffe ich auch noch. Geh du deines Weges, mit oder ohne Pinguinmaske. Du kannst mit Leuten machen, was du willst, aber nicht mit mir. Bitte nicht. Echt, ich habe keinen Bock, auf irgendeiner halblahmen Oma rumzutreten. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Lass das doch einfach bleiben. Ich kann ja verstehen, dass ich hier jung, dynamisch, erfolglos, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, alle gehen jetzt meine Knacki ärgern und ist auch ein tolles Hobby und ist auch super. Aber ey, Elke, nein, hör auf. Mach dir eine Tasse Kaffee, setz dich in der Sonne, genieß die Zeit. Ich will mit dir nicht diskutieren, ich hatte da vorher schon keinen Bock drauf und heute habe ich da auch keinen Bock drauf und nachdem, was du so alles von dir gibst, habe ich da schon erst recht keinen Bock mehr da drauf. Verstehst du? Ich weiß nicht, warum muss ich immer erst gleich unhöflich werden? Was ist an Nein nicht zu verstehen? Wenn ich das Bedürfnis gehabt hätte, mit dir über irgendwas zu reden, auch in der Vergangenheit, wäre das schon lange passiert. Ist aber nicht. So, und jetzt lass uns einfach in Frieden auseinandergehen. Du kannst auch rumhetzen, rumpopeln, erzählen Leuten irgendwelche Scheiße über mich. Das ist mir echt völlig egal. Ich finde es halt nur einfach echt nervig, ne? So, jetzt irgendwie, wenn ich den Ball jetzt hier nehmen würde, bleibt von dir nichts über. Du kreischst dann wieder rum, dass du eine eingetragene Marke hast. Versuchst mich hier irgendwie mit Polizei und irgendeinem Einstweiligen wieder zu ärgern. Es kommt da nichts bei rum. Ne? So, außerdem gefällt mir dein Umgang nicht. Und alleine das ist schon bei mir ein Ausschlusskriterium. Ne, mein Umgang gefällt euch auch nicht. Also von daher sind die Fronten geklärt und da sollten wir es euch belassen. Ne? So, komm, ich habe keinen Bock. Echt, das ist einfach nur billige Nerverei. Ich habe echt versucht, auch deinen komischen Kommentaren irgendeinen Sinn zu entzerren, aber es ist echt schwierig, weil du einfach eine alte Oma bist, die keine Meinung hat. Du kriegst das noch niemals hin, das schriftlich irgendwie niederzuschreiben, geschweige in deinen doofen Videos. Du stehst für nichts, ne? Außer für, keine Ahnung, durch Spaß und Hate-Mobbing und irgendwelche Leute, die mit der Kaffee saufen gehen. Und das ist auch alterstechnisch genau das Richtige für dich. So. Und wenn du Lust und Laune hast auf irgendwie Beefboxerei, 300 Pizzas abends oder so, da wird sie bestimmt einer finden, ne? Aber ich nicht. Komm, ich hab da keinen Bock drauf. So, tschüss.